Mathematik ist für mich interessant geworden an der Stelle, weil sie sinnlich wurde. Über das Hören sinnlich wurde und ich mit den Intervallen, mit den musikalischen Intervallen persönlich sehr viel verbinde. Der pythagoreische Traum ist ja ursprünglich ein kosmologischer Traum gewesen. Nämlich die Himmelskörper verhalten sich ebenso im Verhältnis ganzer Zahlen. Und diese ganzzahligen Verhältnisse sind eben harmonisch. Sie tun der menschlichen Seele gut. Also spricht man eben von der Sphärenharmonie. Und diese Sphärenharmonie ist dann übertragen worden, einerseits auf die Musikinstrumente, also auf die Musik, und gleichzeitig eben ist die Harmonie der Musikinstrumente rückübertragen worden auf die Kosmologie. Pythagoras war ja Mathematiker und ist halt hergegangen und hat eben diese eine Seite geteilt im Verhältnis 1 zu 2, im Verhältnis 1 zu 3, 1 zu 4, 1 zu 5, also hat nur natürliche Zahlen genommen und das kann man im Harmonakkord in Töne übersetzen. Das Monochord, ein uraltes Instrument, ist die Mutter aller Saiteninstrumente. Und wie sich auf dem Urmeter schon jeder Millimeter findet, so finden sich hier alle Töne wieder, die in der westlichen Musik verwendet werden. Und alle diese Töne unterliegen Gesetzmäßigkeiten, stehen in einem ganz bestimmten Verhältnis zueinander. Zum Beispiel die 2 zur 3. Da haben wir die Quinte. Oder die 3 zur 4 ist die Quarte. Oder die 4 zur 5 ist die Terz. Diese Zahlenverhältnisse sind Musik. Sie existieren überall in der Natur. Später, lange Zeit nach Pythagoras, wurde dann festgestellt, dass diese Töne in der natürlichen Obertonreihe enthalten sind. Also Obertöne, genau ausgedrückt, sind eigentlich eben Teiltöne, und zwar die Teiltöne in dieser Folge, die man erhält, wenn man eine Saite teilt. Und das Interessante an der Obertonreihe ist halt, es ist nicht irgendeine Zufallsreihe, sondern es ist wirklich ein Naturgesetz und inzwischen als solches auch erwiesen, dass die Töne, die Teiltöne in dieser Reihenfolge in jedem Klang auftauchen, den es überhaupt auf der Welt gibt. Ob das Klänge von Instrumenten sind, Klänge unserer Stimme, aber genauso der Klang einer Kreissäge oder vom Rasierapparat, den man an der Wange lang führt. Alles ist Zahl, alles ist Harmonie, alles ist Musik, wenn es sich auf ganze Zahlen eben beruft.